Hi, ihr Grill und Chiller da draußen. Willkommen zum Barbecue und Lifestyle. Heute ein kleines Unboxing, wirklich ein kleines. Ich war heute shoppen, bin da zufällig am Grilleckchen vorbeigelaufen und habe ein Küchenthermometer gefunden von Weber. Hatte ich noch nicht sowas zum schnell reinstecken und testen. Bei mir wurde bis jetzt alles mit dem Maverick gemacht. Super Sache, geniales Teil. Aber heute werden wir mal dieses schöne Teil auspacken und anschauen. Haben wir Display, Kopf sozusagen. Und den Fühler, der ist verstellbar auf beide Seiten. Dazu gibt es sowas wie einen Kugelschreiber, kann man den reinstecken und irgendwo positionieren oder mitnehmen. Hab den nicht mehr griffbereit. Zu den Einstellungen gibt es nicht viel zu sagen. Ein aus. Beim linken Knopf und beim rechten könnt ihr umschalten auf Fahrenheit oder Celsius. Das ist die ganze Geschichte. Ich bin gerade am Haxengrillen bzw. zuerst vorkochen und nachher auf die Rotisserie und werde mit dem mal heute das testen und natürlich gegenmessen mit dem altbekannten Maverick. Das Ganze wird betrieben mit einer Batterie. Zum das Öffnen wird das einfach gedreht, da ist eine Knopfzelle drin, kann man wieder austauschen, neue reinmachen, falls er mal nicht mehr funktioniert. Wieder drauf, jo, und funktioniert wieder. Ein sehr schönen dünnen Thermostatstab, der reingeht, Verhältnis ist der von Maverick ein wenig dicker, für Dinge, für Steaks und so sicher ideal. In der Beschreibung steht 15 Sekunden, bis die Temperatur angezeigt wird, die richtige. Und das werden wir gleich schauen, ob das auch stimmt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie schnell das die funktionieren. Stecken wir beide am ähnlichen Punkt rein hier, gleich weit. Weber geht auf 53. Der Maverick ist immer noch auf 42, jetzt springt er auf 60, der Weber auf 58. Ja, 60, 58. Weber geht noch ein bisschen hoch. 58,8, 58,9. Maverick 61, 62. Also die Löcher tauschen, da wird es ein Unterschied ist von 2-3 Grad. Ja, das passt. Sind eigentlich beide ähnlich schnell. Überraschend für mich. Ich dachte, der Weber geht da ein Stückchen hinterher, aber nö, das passt. Zum schnell mal ein Steak messen oder so, absolut gut. Ja, passt für mich. Kann man da nicht viel sagen, mal schauen, wie lange er hält. Aber gelungene Sache, wird gebraucht und getestet. Kleines Fazit, ich hoffe, ihr hört mich noch bei diesem Sturm. Ja, ich würde sagen, absolut cooles Gerät. Probiert das aus, funktioniert einwandfrei, finde ich. Maverick ist nicht voraus oder nicht hinten drin. Funktioniert einwandfrei. Temperatur und das Unterschied ist sehr minim. Ist irgendwo bei 0,1 bis 3 Grad.
Der Maverick geht sowieso nur auf ganze Grad. Der Weber macht noch die Null, die 0, Stelle hinten hin. Absolut coole Sache. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. War nur ein kleiner Einblick über das kleine Gerät hier, aber hoffe, hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich über ein Abo freuen. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und weiterhin viel Spaß bei Grill, Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya!